Karte, zeig dir weitere, genau, Karte mit der 3. Toll, jetzt sind hier aber keine Schiffe an der Oberfläche. Ah ja gut, weil die alle unterirdisch sind natürlich jetzt. Oh, einfach mal gespawnt. Ah, nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Ist ja auch egal, aber hier ist Kohle. So. Wo war ich stehen geblieben? Ja, jetzt können wir das Schiff angreifen. Wir haben Granaten. Aber das ist jetzt natürlich weg. Wo war ich denn? Genau, Hausbesitzer. Und tatsächlich... Wir sollten vielleicht mal da die Richtung geben, um zu gucken, was das nochmal ist. Genau, und das finde ich halt mega klasse, dass du halt da, ja, so deine Ruhe hast, ne? Das ist halt echt schön. So, da ich ja sowieso so ein Mensch bin, der so ein bisschen, ja, ruhiger geworden ist, möchte ich das mal sagen. Mag vielleicht am Alter liegen. Macht das Ganze ja hier schon, man mag es gar nicht glauben, aber 8 Jahre bin ich jetzt hier schon dabei auf YouTube und auf Twitch. Ne? Falls du mich mal... Du, der gerade guckt, vielleicht erst einmal, der vielleicht das Let's Play hier nur verfolgt oder das Game hier, kannst mich ja gerne mal besuchen kommen. Hashtag Eigenwerbung. Einfach mal auf Twitch vorbeischauen, wenn ich da online bin. Spontan schalte ich da mal den Stream an. Ich hatte früher auch mal ein paar regelmäßige Streamzeiten, die ich vielleicht mal gucke, ob ich das irgendwie vielleicht gebacken kriege, dass ich das mal mache. Irgendwie einen Tag vielleicht so, entweder am Wochenende oder in der Woche, dass ich den als festen Streamtag irgendwie einplane. Oder vielleicht auch zwei, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das muss ich irgendwie mit der Freundin noch vereinbaren. Oder das muss ich mit der Freundin noch so ein bisschen abklären. Weil, ne, muss ja beiden, muss ja gerecht werden. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich mache jetzt einfach mal den Streamtag und du bist mir jetzt einfach mal egal. Nein, also was macht man natürlich nicht, ne? So, was ist das hier? Für ein Schiff. Kann ich da gucken? Nein. Aber hier kommt, glaube ich, auch kein Roter raus, oder? Man, wir können gucken, ob die was da drin haben. Aber wenn wir schon einmal hier sind... Moin! Oh. Hat er was bei sich? Alter! Baumeisterkopf. Boah, ein bisschen Trostpflaster quasi. Nee, und da muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht mal irgendwie so ein oder zwei Streamtage irgendwie genehmigt kriege. Klingt auch falsch, oder? Wenn ich sage genehmigt bekomme. Das klingt irgendwie merkwürdig. So, warte mal. Haben wir denn hier was drin, was wir brauchen können? Munition nehme ich mit, Kohle nehme ich mit. Pumpe, Konverter und Schredder und so, das brauchen wir eigentlich immer mal, ne? Barren auch. Gut, können wir selber herstellen. Was ist hier noch? Schon wieder ein Schrank. Wird bekloppt. Nochmal Barren. Eigentlich wollen wir eigentlich was... was ist das denn für eine tolle Anzeige? Oh, das ist irgendwie verknüpft, glaube ich, mit irgendwas, weil da stehen auch Zahlen drunter. Das will ich haben, damit man weiß, wie viel da drin ist. Das ist ja geil. Diese Anzeige will ich haben. Was auch immer das sein mag. Können wir mal gucken. Nein, wieso repariere ich das? Ist mir so doof. Ich würde das gerne wissen, was das ist. Das kann man ja, glaube ich, auch nicht abbauen oder so. Kann man das abbauen? Nee. Hört mir ja nicht. So, war hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Gut, ansonsten haben wir hier soweit alles gelootet. Eigentlich wollten wir ja immer noch den Bergmannskopf suchen, ne? Bergmann würde ich sagen, dass das ist, das Symbol, weil es macht ja eher so ein bisschen Sinn. Haben wir denn noch... Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Genau, das mit den, wie gesagt, festen Streamzeiten muss ich nochmal einplanen. Weil jetzt so nach dem Umzug und so muss man sich erstmal eingewöhnen, einleben. Auch mit der Arbeit, weil ich mache das ja hier nebenberuflich. Oder beziehungsweise nebenberuflich nicht, sondern hobbymäßig. Und, genau. Deswegen muss man da so einen Kompromiss finden. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. So. Das werde ich aber, ich denke, dann auch nochmal auf Twitch Bescheid geben. Und natürlich auch hier nochmal auf YouTube vielleicht dann irgendwie mal so entweder beiläufig. Ich glaube nicht, dass ich da, glaube ich, ein spezielles Video zu mache. Ich denke, ich werde da einfach, glaube ich, das irgendwann mal in so einer Folge sagen. So, wir haben 6 Granatos. Die ich, ja, das könnte richtig sein, die ich gleich mal einsetzen werde. Sind da Waffen am Schiff? Nee.
Haben die uns schon gesehen? Nein. Aber jetzt gleich. Weil wir haben auch keinen Schutz, ne? Warte. Waren noch drei, ne? Oh, den anderen juckt das nicht. Okay. Ich heile mich mal eben schnell, vorsichtshalber. Ah, oh, geil. Sprüh mich ein. Na toll, Munition. Ich meine, gut, ne? Man soll nicht klagen, sondern das nehmen, was man kriegt. Wie hält er die Granate denn? So, hat er was bei sich? Nein, auch nicht. Habe ich keine Granate mehr? Oh oh. Oh oh, hier kommt, glaube ich, gleich noch einer raus, ne? Kann das sein? Gut, dass ich mich noch geheilt habe. Also, die haben immer so Stationen. Ob man die vielleicht irgendwann hier so zähmen kann, dass einige Roboter für einen kämpfen? Dass man auch so eine Station bauen kann? Na, wo sind sie? Uff, uff, Alter, oha, ich bin fast tot. Jetzt nochmal sicherheitshalber einsprühen, oh! Hua! Oha, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Den haben wir schon. Oh. Alter. Wir brauchen unbedingt Rüstung. Unbedingt. Der ist noch nicht tot. So, jetzt aber. Alter, was ist das für ein Schlachtfeld hier? Ich drehe durch. Aber immer noch kein Baumeisterkopf. Was ist denn hier los? Schredder kriegen wir. Schrotflintenmuni. Ja, Pistolenmuni. Aber kein Bergmannskopf. Was ist denn los? Im Frachtraum auch keiner? Ich meine, ihre eigenen Köpfe im Frachtraum zu haben, ist auch ein bisschen strange, würde ich sagen, ne? Frachtmodulstufe 1. Bin gespannt, wie Frachtmodulstufe 2 aussieht. Wahrscheinlich mehr Platz, ne? Waren hier noch Schränke? Ja, Schrumpfelmuni nehme ich mit. Mist, wir finden aber wirklich nichts hier, ne? Da ist noch ein Schrank. Ja, können wir alles mitnehmen. Nein, wie gesagt, ne? Soll mit sich dem zufrieden geben, was es... Alter, wie das hier aussieht. Alter. Hier könnte man mal aufräumen. Der zappelt noch ab. Der ist noch voll im Modus. So, also stelle fest, das war das Richtige eigentlich. Ich glaube, das sind die Roten. Weil Bergmanns Kopf müsste... Raffineriekoks sind rot. Ja, ja. Das ist die Frage, aber wo finden wir noch eins? Weil aktuell ist es nur eins. Wir haben, glaube ich, auch nicht mehr so viel Platz im Inventar, ne? Ja, ich glaube, alles ist belegt. 35, 35. Also wir müssen mal irgendwie unser Schiff rufen. Wo können wir das denn machen? Da hinten. Oh, ich speichere auch mal eben. Wenn das schon automatisch speichert, mache ich das auch mal. Und wo war ich denn stehen geblieben beim Erzielen? Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn erzielt? Achso, ja genau, Streamzeit und tralala. Ja. Aber man hat sich wirklich so mittlerweile auch eingelebt, so ein klein wenig jetzt so nach... Nach einer Woche ist man jetzt... Oder sind schon zwei? Ich glaube, es sind schon mittlerweile zwei, oder? Sind es zwei? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Und auch dies Jahr, auch das wird natürlich auch ganz spannend. Dies Jahr natürlich auch erst einmal Weihnachten im neuen Eigenheim. Na, das wird auch alles so neu und so ungewohnt und pipapo. Aber ich denke mal, da gewöhnt man sich auch dran. Dann die Nachbarn kennenlernen, das muss ja auch noch kommen. Man muss sich ja vorstellen, ne? Nachbarschaftsmäßig und alles. Das wird, glaube ich, ganz, ganz interessant. So, ich rufe mal mein Drillship. Ja. Sichere Felder. Mhm. Müsste hier sein. Ja, hier, glaube ich. Hier kommt's raus. Genau. Und, ja, da stehen wir. Da links. Links an den Bäumen. Da stehen wir. So, ich heile mich nochmal eben. Dann würde ich mir nochmal eine Rüstung bauen. Oh ja, geil.
Dieses Deo, was ich mir da immer drauf haue, das gibt so vitalisierende Kraft. Also es ist unfassbar. So, wir können mal reparieren, sehe ich gerade. Irgendwas ist hier kaputt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, glaube ich. Warte mal. Ja, hier reparieren. Hallo? Ich kann doch irgendwo reparieren. 100. 100. Da ist auch was kaputt. Hier 100. Aber wir haben ja gerade das Reparaturmodul. So 100. Jetzt haben wir alles 100. Ist der Bohrer auch 100? Ja. Nice. Hier hatten wir keine Tür mehr, ne? Genau, aber hier. Ich pack mal eben das Werkzeug beiseite. Wollte ich gar nicht. Wollte es gar nicht ausmachen. Pass up, ich fahr mal eben unter Tage, nur zur Sicherheit. Einfach nur, weil wir es können. So. Und dann würde ich mal sagen, Kohle. Alter, alles voll. Und wir haben noch Kohle übrig, was ich direkt in den Frachtraum packe. Was nicht reinpasst. Shit. Hä, müsste aber reinpassen, oder? Oder 280 ist das, was passt alles. Okay, das kann ich mal rausnehmen. Munition für Schrotflintenturm. Ja, das brauchen wir ja. Die Köpfe nehmen wir auch mal raus. Fängt er denn jetzt einen neuen Kohlestack an? Nee, hä? Wieso macht er denn jetzt... Ach, die zählt er dazu. Ach so. Okay. Gut. Pass auf. Da hatten wir die Module drin. Hier hatten wir die Sachen. Das sind nur 10er Stacks. Das ist aber echt wenig. Hier können wir noch die ein bisschen reinpacken. Ansonsten ist das auch schon voll. Dann würde ich hier oben vielleicht noch eine neue Charge machen. Dann haben wir das auch da drin. Hier waren die, genau diese Sachen. Hier drüben waren die Munition. Haben wir da irgendwie mehr Munition bekommen? Ne, wir haben ja, doch, das da können wir rüberpacken. Wir haben ja 60 und 27. Dann haben wir noch einen frei. Hier würde ich noch die hinpacken. Die sind ja gar nicht mehr so schlecht, dass man so viele hat. Mal eben tauschen. Also den Angefangenen nach vorne. Genau. Weil hier sieht man immer den Verbrauch der Kisten. Ja, und dann hier kommt das rein. Und den Schrott hatten wir ja hier. Kupferschrott. Und dann haben wir ja noch einen Schrank. Ach ja, nochmal Pistolenturm-Munition, ne? Haben wir da noch Platz im Frachtraum? Jo. Schränke. Wo packe ich die denn hin? Ich meine, ich habe noch... Ein paar Platz haben wir nicht mehr, ne? Viel. Ich meine, ich könnte hier die Wand noch zuklatschen. Oder zumindest hier noch. Und hier können wir noch einen Schrank hinstellen. Warte mal, ich drehe den mal. Mit Q drehen ist doof, weil der mit Q auch irgendwie immer die Dings auswählt. Kann ich das umstellen? Warte mal, ich stelle das mal eben um. Drehen. Allgemein. Warte mal, wo ist denn Q? Da, Handcomputer, Q. Kann ich den irgendwo anders drauflegen? Vielleicht auf, was ist denn, Tabulator ist, glaube ich, Handcomputer vielleicht mit H. H für Handcomputer, speichern, mache ich mal. Zurück zum Spiel, genau, da zeigt er mir auch an, H, Handcomputer. Weil dann kann ich ja jetzt mit der 1, mit Q drehen, ne? Ja, das ist halt voll blöd gemacht, weil Q war halt auch Handcomputer. Aber jetzt kann ich halt mit H einfach den Computer auch machen. Ja, das ist besser. Hätte ich es mal vorher gemacht. So, da ist noch ein Fensterchen. Ich finde jetzt nicht so nützlich die Fenster, aber okay. Aber da haben wir jetzt nochmal ein Schränkchen, falls wir nochmal was ablagern müssen. Die Barren und so, den ganzen Krempel packe ich auch mal hier rein. Den Schrank packe ich in den Schrank. Das geht, das ist gar kein Problem. Schränke in Schränke packen, das ist super. Kann man darauf zugreifen? Kann man nicht, ne? Das wäre halt der Hammer. Frachtraum 15. Also 15 Inventarplätze, meint der da mit wahrscheinlich. Ja, so gut. Was, wir müssen immer noch den Baumeisterhelm finden, ne? Also. Dann würde ich sagen, schießen wir nochmal oben. Hier können wir auch was reinpacken, ne? Also hier haben wir noch einen blauen Schrank irgendwann mal gebaut. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Schon so lange her. Gut. Wir brauchen den Baumeisterkopf. Baumeister ist ja dieses Symbol,
Mit dieser Schüssel möchte ich mal sagen. Achso, ich wollte Rüstung bauen. Jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Ich wollte Rüstung bauen. Lass mal eben kurz gucken. Ach, können wir sogar bauen. Guck mal an. Wie praktisch. Was? Frachtraum ist voll. Ja, alles gut. Mal eben mit der 7 anziehen. So, zack, zack. Und zack. So. Frachtraum ist voll. Ja, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Das können wir oben hinpacken. Hier in unser Steinchenlager. Da haben wir, glaube ich, auch noch hier. Genau. So, dann ist das auch da drin. Dann haben wir auch noch ein bisschen Platz im Frachtraum. 22 von... Ich glaube... 22 von... Okay. Ja gut, Spitzhacke auswählen und wir müssen... Hä? Ach so. Was haben sie denn? Wieso greifen sie denn schon wieder an? Baumeisterkopf... Ach so, das haben wir jetzt rausgenommen, ne? Warte mal, Baumeisterkopf haben wir. Just a moment. Hier. 10 Stück haben wir davon. Alter, wir brauchen davon, glaube ich, nicht mehr viel sammeln. So, jetzt müssen wir den Bergmannskopf suchen. Wir haben... Einen haben wir, ne? Den packe ich auch mal direkt rein, damit wir da nicht zu Problemen kommen. Bergmannskopf, genau. Den packe ich auch mal direkt hier rein. So. Also heißt es für uns, wir müssen wieder on Tour gehen und gucken, ob wir ein paar Schiffchen finden. Das sind die roten, ne? Die roten, die roten. Da ist wieder so ein Schiff. Gucken, wie weit das weg ist. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte die Stelle sein hier im Kupfertal. Könnte aber auch woanders sein. Weil das müssen ja, glaube ich, das Symbol bedeutet ja, glaube ich, dass das die roten sind. Die roten. Hier gibt es die roten, die blauen. Gelbe? Gelb oder Gold sind die anderen, bin mir nicht sicher. So. Machen wir rüber. Oh, da hinten läuft jemand. Wie niedlich die laufen. Lalalala. So, gucken wir mal eben. Das ist hier das Schiff, ne, oder? Ja, ist doch richtig gewesen. Okay. Hier über die Bergkuppel. Mal gucken, wo wir da rüberkommen. Wir sind ja jetzt ausgerüstet. Granaten müssen wir demnächst mal bauen. Das vereinfacht halt alles. Granaten. Ich vergesse das immer, Granaten zu bauen. Das vereinfacht echt vieles. So. Wir haben keine Waffen, ne? Nein. Aber ich höre sie schon. Die kommen doch jetzt bestimmt, ne? Moin! Oha, Alter. Der hat nichts dabei, außer... Ja, Sprühpflaster. Ja, Konverter. Würde ich jetzt alles mal... Das, was wir nicht brauchen, würde ich jetzt mal... 3%, komm, wie schnell der neuen Roboter baut. Ich würde gerne mal wissen, ob man das irgendwann später, wie gesagt, für sich nutzen kann. Das wäre halt super. Im Prinzip müssen wir es lassen, ne? Weil wir ja... Wir müssen das ja spawnen lassen, quasi. Also die Reparaturkits haben wir genug von. Da brauchen wir, glaube ich, keine Sorgen machen. Wo ist der Frachtraum? Da. Ah, Schredder. Frachtraummodulstufe 1. Reparatursatz. Kohle haben wir genug. Schrank. Das haben wir alles. Ich würde mal gucken, ob hier... Ist hier noch irgendwo ein anderes Schiff, was so ähnlich ist? Nee, ne? Verdammt. Ja, komm mal runter. Ich warte auf dich. Oder müssen wir den Kopf abschießen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Nein, hat er nicht. Ich meine, im Prinzip können wir einfach hier warten, weil die respawnen ja. Oder zumindest er respawnt ja. Hätten wir das andere Ding auch mal nicht zerstört. Dubidubidu. So. Meiner ist längerer, im Übrigen. Ich wollte es nur erwähnt haben.
So. Ach, wann ist der mal da? Was? Hör auf, mich zu beschießen. Baumeisterkopf. Wir brauchen Bergmannskopf, verdammt nochmal. Ist ein bisschen nervenaufreibend, ne? Weil. Oder ein bisschen langwierig, jetzt den zu finden. Was? Ah, der kommt jetzt bestimmt, ne? Ja. Kommt der rum? Der ist, glaube ich, auf der anderen Seite rausgelaufen. Hä, wo will er hin? Hä? Was mit ihm denn? Och Mann. Ich frage mich, wo er hin wollte. In 4 Minuten ist übrigens Eruption. Ja gut, komm dann. Ich gehe schon mal wieder. Hui! Hui! Oh, er fällt in Einzelteile. Oh nein. Oh nein. Schade. Ist das Kohle? Ich frage für einen Freund. Könnte ich mir vorstellen. Stimmt, sowas gab es ja in Eisenerz auch groß. Oder in Kupfererz, ne? Gab es auch in groß. Da ist noch ein roter. Warte mal. Hab ich den getroffen? Nein, doch. Ah, ja. Boah, ich brauche unbedingt einen Sniper oder so. Scharfschützengewehr brauche ich unbedingt. Oh nein. Warte. Just a moment. Oh. Bist du jetzt fertig? Mann. Immer noch nichts. Alter. Ja, und der hat immer. Die blauen haben immer Köpfe dabei. Mhm. Oh, Schrauben nehmen wir mit. Oh, da ist wieder ein Router. Nice. Komm her. Immer noch nicht. Toll. Das kann ja lange dauern. Verdammt. Wie kriegt man denn am schnellsten solche Köpfe? Gibt es da irgendwie eine Alternative, als wie auf diese Schiffe zuzugehen? Hm. Frage ich mich gerade mal. Könnte ja sein, dass da irgendwie vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass man da vielleicht, ja, dass das ein bisschen zügiger beanspruchen kann. Oh, oh, uff, oh, da müssen wir aber jetzt... Oh, uff, da müssen wir aber jetzt... Jesus. Uff, da müssen wir jetzt reparieren. Ganz schnell. Nächstes Mal unser Schiff einfach unter Tage schicken. So, warte mal. Ganz schnell. Zack, zack. Und dann reparieren, was zu reparieren ist. Aber ganz schnell. Erstmal runterschicken, ne? So, puh, Alter. Das war schon auf 76. Das war schon ordentlich runtergeballert, ne? Muss man einfach so sagen. Okay, der Rest ist, glaube ich, 100. Unter der Erde bleiben. Ja, ja. Ich weiß, Dieter. I know, Dieter. I know. Ja, aber das mit dem Bergmannskopf ist schon... Ist jetzt ein bisschen anstrengend. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt vielleicht demnächst, wie gesagt, auf die Schnelle vielleicht finden. Dass wir da mal vielleicht ein bisschen zügiger da dran kommen. So. Bin gespannt, ob wir noch andere Werkzeuge auch bekommen. Gut. Vulkanausbruch steht bevor. Ja gut, wir können jetzt erstmal soweit nichts machen, ne? Oder können wir noch irgendwie was anderes bauen? Ich guck mal eben forschen. Nee, das ist Raffinerie, Fortschritt, das ist hier, glaube ich, ne? Forschen. Standardforschung aufwerten. Sprengstoffe verstärken, Schwefelpulver. Das sind die Blaupausen, ne? Die sind nochmal wofür? Benötigt Aufwertung.
warte mal, da stand ja Shell, warte mal. Hier bei Sprengstoff schaltet die Herstellung von Granatenmunition frei. Das haben wir ja. Dann haben wir ja alles soweit auf 1, glaube ich, ne? Kann man das irgendwo nachgucken, wie viel man aufgewertet? Ah, hier. 1, 1, 1, 1. Okay, wir haben alles auf 1. Heißt, auf 2 wäre zum Beispiel eine Alternative. Das wäre hier. Da brauchen wir aber 2 Sensoren, 2 Forschungsdaten, Stufe 1. Und wir brauchen Module. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben einiges noch vor und würde sagen, dass wir erstmal hier zum Ende kommen und wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Vulkanoids. Dann schaltet ihr ein und dann gucken wir mal, ob wir den Baumeisterkopf finden, ob wir den irgendwo herkriegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Also, macht's gut. Tschüss.